nicht in der Pause natürlich gefragt worden, die Olga, die hat doch schon zwei eigene Lieder gespielt, wann spielen Sie denn mal ein eigenes? Jetzt. Die Frage ist nur, welches. Ja, also. Man muss ja irgendwie immer wieder reinkommen. Ne? Aus so einer Pause, die bricht ja eigentlich alles auseinander. Genau genommen hasse ich Pausen in den Konzerten. Aber für viele Sachen ist es gut. Manche wollen was rauchen, andere wollen was trinken. Andere wollen ganz andere Sachen. Und manche gucken auch mal ein bisschen, wer noch so da ist. So. Man da vielleicht einen Drink spendieren kann oder spendiert bekommt. Und ob man alleine nach Hause geht oder nicht. Für sowas sind ja Begegnungsstätten wie diese auch immerhin geschaffen worden. Und da gibt es ja auch Millionen Lieder drüber, ne? Also Tausende und Abertausende. Und oft gehen die irgendwie auch gar nicht gut aus, sondern bleiben in so einer sehnsuchtsvollen, hoffenden Stimmung. So viele Lieder. Und manche erzählen natürlich auch Geschichten, die, wo alles gut geht. Und man plötzlich denkt, oh, bin jetzt im falschen Film. Und dann merkt man, nee, war vorher der falsche Film. Jetzt ist gut. So was. Höre ich die schon hier? Und damit ihr nicht denkt, dass es hier nur jetzt so mit Reinsetzen und Zuhören abgeht, wollen wir gleich mal harte Seiten aufziehen. Und es, weil dieses Lied muss das Publikum mitgestalten, indem es ein, naja, bestimmtes, aber teilnahmsloses Aha anbietet. Ich gebe auch zu, das ist also nicht von mir in diesem, also dieses Aha, hat meine Frau in dieses Lied reingeschrieben. Das sagt die immer so, wenn, und ich weiß dann ganz genau, das ist jetzt der Augenblick, wo sie überhaupt nicht gehört hat, was ich ihr erzählen würde. Und da sie damit keinen Einzelfall darstellt, wie ich eurem Lachen entnehme, es ist also durchaus legitim, dass wir uns dieses Lied teilen. Ihr bietet das Aha an und ich erzähle die Geschichte, die da irgendwie dazu gehört. Ja, ne? Mama. Gestern Abend Bahnhof Zug, ich war gar nicht so gut drauf, hab überlegt, ob ich mir einfach einen ansauf. Doch dann dachte ich, was für ein Stuss, immer schön den nächsten Bus, fand ich besser, als wenn ich den Weg nach Hause lauf. Der Bus kam, ich war froh, doch dann wurde es plötzlich fies, denn der hielt gar nicht mehr an, der fuhr gleich durch bis nach Paris. War natürlich recht blamabel, doch auch irgendwie komfortabel, so dass ich es über mich ergehen ließ. Voilà les Champs-Élysées, aha, was sie nicht sagen, ja ich seh, aha, ob ich auf Stadtrundfahrt steh, aha, kann ich nicht sagen, ich glaub nee, aha. Ich steh auf einmal voll geblendet, wie das Blatt sich manchmal wendet, vor einer Fee im Frühlingskleid und mit nem Schild. Sie sagt Monsieur und Bonjour und ich bezahl die ganze Tour, doch selbst im Louvre sehe ich kein einziges Bild. Es ist April und ich will, na was wohl was, es ist April und ich will, na was wohl was, es ist April und ich will, na was wohl was, es ist April und ich will, Französisch lernen, das ist die Seine, nicht die Spree, aha, dass ich so gar nichts versteh, aha, ist kein Problem, ist okay, aha, wenn ich sie einfach nur seh, aha. Was
was soll ich sagen? Irgendwann zeigt sie mir ihr Appartement und dann trinkt mir noch Kaffee und ich sehe sie mir so an. Ich denk an mich und an die Frauen. Soll ich dieser hier vertrauen? Manchmal hebt sie so energisch ihre Augenbrauen. Doch sie ist unglaublich schön und da draußen fließt die Seine. Wer besteht schon auf ein Leben an der Spree? Und wie ich es auch drehe, mir die Frauen so besehe, ist doch egal, in welcher Sprache ich sie nicht verstehe. Voilà les Champs-Élysées, aha, was sie nicht sagen, ja ich sehe, aha, ob ich auf Stadtrundfahrt stehe, aha, kann ich nicht sagen, ich glaub nee, aha, was ist die Seine, nicht die Spree, aha, dass ich so gar nichts verstehe, aha, ist kein Problem, ist okay. Aha, wenn ich sie einfach nur sehe. Aha, oh yeah. Ce sont les Champs-Élysées. Aha, mein Papillon, ich verstehe. Aha, du mein Bonbon zum Kaffee. Aha, was immer, wo wohle. Aha, paratatop. Les deux, messieurs.
es euch hier unsäglich, wie ich mir wünschte, euch zu sehen. Dieses Tagezählen quält mich, es heißt noch immer, es gebe Gold hier am Ende der Welt. Und dann komm ich heim als Held, aber nicht vor übermorgen. Nichts geht hier leicht und mir reicht dieses Leben nach Befehlen, wär bloß das Gefühl nicht im Spiel, dass wir hier sind, um zu stehlen. Ich würd mich lieber wieder plagen mit deinen Hausaufgaben und sag, Mama, bald bin ich da. Frühestens übermorgen. Ich liege wach fast jede Nacht und ich träume, dich zu halten mit jeder Tat als Soldat, will mir mein Herz erkalten, in ihren Lügen floss kein Blut, gab's Versprechen ohne Zahl und wie überall hat man die Wahl, doch frühestens übermorgen. Wie klingt der Herzschlag des Feindes? Wer schickt ihnen sein Verderben? Ist sein Gebet nicht auch mein Gebet? Für eine Welt, die nicht in Flammen steht. Ich meine, wonach wählt denn Gott, wessen Gebete er erhört und hebt ihn auf, nimmt ihm die Sorgen? Spätestens übermorgen. Hier kämpft nicht einer für das Recht, nicht einer für die Freiheit, ums nackte Leben mehr schlecht als recht. Und das, was von der Seele bleibt, so tu ich nur, was man mir sagt. Wir sind der Staub am Rand des Wegs, ich überleb's, ich komm zurück, aber nicht vor übermorgen. Bei euch zu Hause wird es Herbst und der erste Frost wird kommen. Zieh dich warm an, sobald ich kann, wird der Flug nach Haus genommen. Hab meinen ganzen Lohn gespart und heute rasier ich mir den Bart. Mein Flug wird gehen, du wirst schon sehen. Doch nicht vor übermorgen.
Vater, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben, für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft in seinen Arm. Und er wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben, für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen, ruht heut Mann bei Mann. Alte Männer, heute mancher Knabe in dem einen großen Massengrabe. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunker, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die Junker, Staatswahn und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben. Für das Grab, Kameraden, für den Graben. Für das Grab, Kameraden, für den Graben. Oh,
im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum. Da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Die war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nicht mehr da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es der weiß man doch auf Anhieb, was es in der Lyrik zu bedeuten hat, wenn jemand über Schiffe singt. Dass die Metapher für Kommen und Gehen, für Willkommen und Abschied eben. So ein Lied hat auch Wysocki geschrieben, heißt Karel Blay, Schiffe. Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, я снова вернусь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, я снова вернусь, чтобы снова уйти, чтобы
чтобы снова уйти на пол года. Schiffe werden gebaut und man bringt sie auf Kurs. Sturm und See anvertraut und schon bald gehen sie wieder. Kaum ein halbes Jahr weit und ich kehre nach Haus. Aber nur kurze Zeit und es treibt mich hinaus. Zeit, aber nur kurze Zeit und es treibt mich hinaus. Так вертаются все, только лепшихся бром, только самых каханых, слубивший не вернешь. Так вертаются все, самых лепших оброк. Так вертаются все самых лепших оброк. Лёсу веры няма, лёсу веры няма, дай забей, хиба веришь. Ах, ich wünschte mir sehr, dass es doch anders wär. Und das Abschied nehmen käme bald aus der Mode. Und so zieh ich davon, um zu singen bereit, um zu singen bereit, kaum ein halbes Jahr weit. Und so zieh ich davon, nur um wiederzukommen. Und zu singen bereit, um zu singen bereit, kaum ein halbes Jahr weit. Но мне хочется верить, что это не так. Корабли скоро выйдет из моды, и я, конечно, вернусь, конечно, вернусь. Ведь в друзьях и мечтах, друзья и мечта. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, конечно, вернусь. Ведь в друзьях и мечтах, ведь друзья и мечта. Я, конечно, спою, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода. Ольга hat etwas getan, worüber sich Bertolt Brecht unglaublich gefreut hätte. Sie hat ein Gedicht von ihm genommen, was noch keine Melodie hat, und hat daraus im Grunde genommen eine russische Romanze gemacht. Romanz, wie die Russen wirklich tatsächlich das nennen. Und es ist ein Liebesgedicht, das sich Sonett Nummer 19 nennt. Das möchte ich nicht, dass du mich fliehst. Ich will dich hören, selbst wenn du nur klagst. Denn wenn du taub wärst, brauch ich, was du sagst. Und wenn du stumm wärst, brauch ich, was du siehst. Und wenn du blind wärst, möchte ich dich doch sehen. Du bist mir beigesellt als meine Wacht. Der lange Weg ist noch nicht halb verbracht. Bedenkt das Dunkel, in dem wir noch stehen. Одно прошу, не избегай меня, твое рукопожатие мне отрада. Ты стал глухим, тебя мне слышать надо, ты стал немым, твой дух моя броня, ты
я буду взглядом, позволь, как прежде, быть с тобою рядом, как прежде, мне доверие подари. Не говори, so geht kein я ранен, lass mich, я коллега, ich bin verwundet. Поддержки so geht не kein чурайся, как чумы. Und nur не верь, не der Dienst wird nicht gestrichen, nur gestundet. Тот не свободен, кто другому. Du weißt es, wer gebraucht wird, ты без меня во мраке безоружен. Ich aber brauche dich. Но ты, wie es immer sei. Ich sage ich. Bitte. Und könnt auch sagen wir. Thank you.
ich komm noch zu mir und schlaf auch bei mir ein. Du hast zu tun, scheinbar zu scheinen, und ich scheinbar zu sein. Manchmal ergreift mich diese Melodie und alles Gold in Moll. Krebsmond, die Sterne scheinen, was immer das auch soll. Владимир Высоцкий. Несла я свою беду по весновому льду. Обломился лед, душа оборвалась, каменем на дно пошла. И хоть тяжкая беда, да за острые краи затрымалася, да за острые краи затрымалася. И пошла шукать мяне с того часу, як у сине озаюю все хлусиня с кривотолками. А что не померла я, только ведала горба, да еще тети руки с перепелками, да еще тети руки с перепелками. Только кто сказал ему, моему ладару, только выдали мне, проболтайся. И от страсти сам на свой, и он отправился за мной, а за им беда с маной увязалися, а за им беда с маной увязалися. Отшукал, меня догнал, обнимаючи поднял, а за им беда у седле усмехалася. Застаться он не мог, был сегодня денем, а беда тут назаужды затрымалася, а беда тут назаужды затрымалася. Я несла свою беду по весеннему льду, обломилась лед, душа оборвалась, камнем под воду пошла, а беда хоть тяжела, да за острые края задержалась, да за острые края задержалась. Thank you.
Andreas Saleska. Thank you.
Heiner Frauendorf, Nietzsche Basarak. Und noch ein Eisbrenner am Schluss. Ein Lied, das auf dieser Tour eine neue Dimension bekommen hat, weil Olga Saleska ja ihm russische Zeilen verleiht. Und es ist ein Lied, das an den Schluss eines solchen Abends gehört, weil es schlicht und ergreifend ein Lied vom Frieden ist. Danke, dass ihr hierher gekommen seid. Danke, dass wir uns bald mal wiedersehen. Сколько тысяч раз звучало над миром этой песни слово, юнцы за старшими сначала ее подхватывали снова, и с каждым разом все сильнее в ней связь времен и голос чести. Когда-нибудь и мы сумеем ответить на вопросы вместе, научит ли нас песня миру, и вообще возможно ли это, когда воинственны кумиры и ставят только на победу. Als hätten wir uns nie erkannt, als hätten wir uns nie erkannt. Мы знаем лучшую дорогу, ту, что соединяет нас, и мы сумеем понемногу разрушить фарс дежурных фраз, закрыты старые шаблоны, программы все отменены. Нет, не желают миллионы в тиски холодные войны, как в песнях пел для нас Джон Леннон, как завещал Мандела нам учиться истинам нетленным, учиться счастью и мечтам. Ob wir es nicht besser wüssten, was uns zusammenbringen kann, worauf wir öfter hören müssten, dann ihn brechen diesen Bann. Programmierung aufgehoben, die alten Muster überdacht, die kalten Krieger weg da oben, nur Friedenskanzler an die Macht. Lernt aus den Liedern von John Lennon, lernt von Mandelas sanftem Blick, lernt aus den Häusern, die noch brennen, lernt von den Träumern, lernt vom Glück. Als hätten wir uns nie erkannt, als hätten wir uns nie erkannt. Thank you.
Einfaches Prinzip, von jedem noch eins. Tausende Grapefruit gelben am Mond.
reißt wieder mit Macht ein Loch in diese Nacht. Spring aus dem Fenster und die Straße hinein. Strahlend wie 100 Watt. Die Downtown-Züge sind voll mit all den guten Mädchen. Krampfhafte Fluchtversuche aus ihren Hamsterrädchen. Als sie erschreckt, sie flattern auf wie Krähen. Sie haben nichts, was je dein Herz verwundet. Sind nichts als Dornen jetzt, denen die Rose fehlt. Gib auf sie Acht im Dunkel. Wenn ich dieser eine wär, gewählt von dir zum Einzigen. Sag mir, kannst du mich jetzt hören? Kannst du mich jetzt hören? Ist man wirklich bereit, dich jede Nacht zu sehen? Gleiche Zeit, Downtown Train, und jedes Mal lässt du mich stehen. Kenne dein Fenster und ich weiß, es ist spät. Kenne die Treppen bis zu deiner Tür. Wenn der Straßenlicht hin und her geht, schweigend vorbei an dir, erreicht dich nichts von all dem. Sie alle hier suchen nach Glück im nächtlichen Karneval. Von dir kriegt wer nicht zurück. Bin ich wirklich bereit, dich jede Nacht zu sehen? Gleiche Zeit, Downtown Train, und jedes Mal lässt du mich stehen. Wysocki, Waits, Brecht. Wir haben es in der Zugabe andersrum gehalten. Brecht, Waits. Und nun also Wysocki mit dem Lied von der Erde. Nochmal danke an euch und Glück auf dem Weg. Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать море. Кто поверил, что землю сожгли? Нет,
Она почернела от горя. Unsere Erde sei tot und verbrannt. In ihr könnte sich kein Same mehr entfalten. Wer hat sie eine Leiche genannt? Nein, den Atem hat sie angehalten. Sie bleibt ewig gesegnetes Land, wie das Wasser im Meer ewig funkelt. Wer da glaubte, sie sei schon verbrannt, nein, nur Gram hat ihr Antlitz verdunkelt. Как разрезы траншеи легли, и воронки, как раны, зияют. Обнаженные нервы земли неземное страдание знают. Она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? In ihr Fleisch wurden Gräben gehackt und Granaten versetzten ihr Wunden. Ihre Nerven, sie liegen jetzt nackt, hat unsäglichen Schmerz schon empfunden. Sie erträgt alles, was man ihr bringt, ist kein Krüppel, will sich nicht vermummen. Wer sagt uns, dass die Erde nicht singt? Sie müsst immer und ewig verstummen. Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время. Unterdrückt hat sie jammern und schreien, hör sie klingen aus Löchern und Wunden. Ihre Seele, lebendig und rein, ist zertrampelt, doch nicht überwunden. Unsere Erde sei tot und verbrannt. Nein, den Atem hat sie angehalten. Yeah.
mächtigen Händen vom Hoftheater. Vielen Dank euch. Rainer Frauendorf, Friedrich Nietzsche-Basanak, Olga Seleskaya, Tino Heisbrenner. Dankeschön. Wenn ihr wollt, treffen wir uns draußen noch am großen braunen CD-Koffer. Bis gleich.